Todesanzeige. Sie war tot, als ich nach Hause kam. Sie lag in der Küche auf dem Steinboden, halb auf dem Bauch, halb auf der Seite, ein Bein angewinkelt wie im Schlaf, der Kopf in der Nähe der Tür. Ich bückte mich, hob ihr Gesicht aus dem Profil und sagte das Wort, mit dem ich sie anredete, wenn wir allein waren. Ich hatte das Gefühl, dass ich Theater spielte. Ich sah mich an den Türrahmen gelehnt, halb gelangweilt, halb belustigt, einem Mann zusehen, der gegen 3 Uhr früh in seiner Küche auf dem Steinboden hockte, über seine vielleicht bewusstlose, vielleicht tote Frau gebeugt, ihren Kopf mit den Händen hochhielt und mit ihr sprach wie mit einer Puppe für kein anderes Publikum als mich. Ihr Gesicht war eine Grimasse, die obere Zahnreihe schief und im aufgeklappten Mund, als ob der Kiefer ausgerenkt wäre. Als ich sie aufhob, hörte ich etwas wie ein Stöhnen, das mehr aus ihren Eingeweiden als aus ihrem Mund zu kommen schien, jedenfalls von weit. Ich hatte sie schon oft wie tot daliegen sehen, wenn ich nach Hause kam und aufgehoben mit Angst, Hoffnung, dass sie tot war. Und der schreckliche Laut klang beruhigend, eine Antwort. Später klärte mich der Arzt auf, eine Art Aufstoßen durch die Lageveränderung bedingt, ein Rest von Atemluft, vom Gas aus den Lungen gepresst oder ähnlich. Ich trug sie ins Schlafzimmer, sie war schwerer als gewöhnlich, nackt unter dem Morgenrock. Als ich die Last auf der Bettcouch ablegte, fiel ihr eine Zahnprothese aus dem Mund. Sie musste sich in der Agonie gelockert haben. Ich wusste jetzt, was ihr Gesicht entstellt hatte. Ich hatte nicht gewusst, dass sie eine Zahnprothese trug. Ich ging zurück in die Küche und stellte den Gasherd ab. Dann, nach einem Blick auf ihr leeres Gesicht, zum Telefon, dachte, den Hörer in der Hand, an mein Leben mit der Toten bzw. an die verschiedenen Tode, die sie 13 Jahre lang gesucht und verfehlt hatte, bis zu der heutigen erfolgreichen Nacht. Sie hatte es mit einer Rasierklinge probiert. Als sie mit einer Pulsader fertig war, rief sie mich, zeigte mir das Blut. Mit einem Strick, nachdem sie die Tür abgeschlossen, aber mit Hoffnung oder aus Zerstreutheit ein Fenster offen gelassen hatte, das vom Dach aus zu erreichen war. Mit Quecksilber aus einem Fieberthermometer, das sie für diesen Zweck zerbrochen hatte. Mit Tabletten, mit Gas. Aus dem Fenster oder vom Balkon springen wollte sie nur, wenn ich in der Wohnung war. Ich rief einen Freund an, ich wollte immer noch nicht wissen, dass sie tot war und eine Sache der Behörden, dann das Rettungsamt. Sind Sie wahnsinnig, machen Sie sofort die Zigarette aus, tot, sind Sie sicher, ja, seit mindestens 2 Stunden Alkohol, das Herz, haben Sie nicht gemerkt, dass Ihre Frau, wo ist der Brief, was für ein Brief, hat sie keinen Brief hinterlassen, wo waren Sie von wann bis wann, morgen 9 Uhr, Zimmer 23, Vorladung, die Leiche wird abgeholt, Autopsie, keine Sorge, man sieht nichts. Warten auf den Leichenwagen, im Nebenzimmer eine tote Frau. Die Unumkehrbarkeit der Zeit. Zeit des Mörders, ausgelöschte Gegenwart in der Klammer von Vergangenheit und Zukunft. Ins Nebenzimmer gehen, 3-mal. Die Tote noch einmal ansehen, 3-mal. Sie ist nackt unter der Decke. Wachsende Gleichgültigkeit gegen das da, mit dem meine Gefühle, Schmerz, Trauer, Gier nichts mehr zu tun haben. Die Decke wieder über den Körper ziehen, 3-mal, der morgen aufgeschnitten wird, über das leere Gesicht. Beim 3. Mal die ersten Spuren der Vergiftung, blau. Zurück ins Wartezimmer, 3-mal. Mein erster Gedanke an den eigenen Tod. Es gibt keinen anderen, in dem kleinen Haus in Sachsen, in der winzigen Schlafkammer. 3 niedrige Stockwerke hoch, 5 oder 6 Jahre alt ich. Allein gegen Mitternacht auf dem unvermeidlichen Nachttopf. Mond im Fenster. Der die Katze hielt unter den Messern der Spielkameraden war ich. Ich warf den 7. Stein nach dem Schwalbennest und der 7. war der, der traf. Ich hörte die Hunde bellen im Dorf, wenn der Mond stand, weiß gegen das Fenster der Kammer im Schlaf.
war ich ein Jäger, von Wölfen gejagt, mit Wölfen allein. Vor dem Einschlafen manchmal hörte ich in den Ställen die Pferde schreien. Gefühl des Universums beim Nachtmarsch auf dem Bahndamm in Mecklenburg. In zu engen Stiefeln und zu weiter Uniform. Die dröhnende Leere. Hühnergesicht. Irgendwo auf dem Weg durch den Nachkrieg hatte er sich an mich gehängt. Eine dürre Gestalt im schlotternden Militärmantel, der am Boden nachschleifte. Eine zu große Feldmütze auf dem zu kleinen Vogelkopf. Der Brotbeutel in Kniehöhe, ein Kind im Feldgrau. Trottete neben mir her, stumm. Ich kann mich nicht erinnern, dass er ein Wort gesagt hätte. Nur wenn ich schneller ging, sogar lief, um ihn abzuschütteln, stieß er zwischen keuchenden Atemzügen kleine klägliche Laute aus. Ein paar Mal glaubte ich schon, ihn endgültig abgehängt zu haben. Er war nur noch ein Punkt in der Ebene hinter mir. Dann auch das nicht mehr. Aber im Dunkeln holte er auf und spätestens, wenn ich aufwachte, in einer Scheune oder im Freien, lag er wieder neben mir, in seinen löchrigen Mantel gerollt, der Vogelkopf in Höhe meiner Knie. Und wenn es mir gelungen war, aufzustehen und wegzukommen, bevor er wach wurde, hörte ich bald hinter mir sein klägliches Keuchen. Ich beschimpfte ihn, er stand vor mir, sah mich aus schwimmenden Hundeaugen dankbar an. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn angespuckt habe, ich konnte ihn nicht schlagen, Hühner schlägt man nicht. Nie war mein Wunsch, einen Menschen zu töten, so heftig. Ich erstach ihn mit dem Seitengewehr, das er aus den Tiefen seines Militärmantels geklaubt hatte, um sein letztes Büchsenfleisch mit mir zu teilen. Ich aß zuerst, damit ich seinen Speichel nicht mitessen musste, stieß das Bajonett zwischen seine spitzen Schulterblätter, bevor er an der Reihe war, sah ohne Bedauern sein Blut auf dem Gras glänzen. Das war an einem Bahndamm, nachdem ich ihn getreten hatte, damit er einen anderen Weg ging. Ich erschlug ihn mit seinem Feldspaten, als er gerade gegen den Wind, der über die Ebene ging, auf der wir übernachten mussten, einen Wall aufgeschüttet hatte. Er wehrte sich nicht, als ich ihm den Spaten aus der Hand riss. Nicht einmal, als er das Spatenblatt kommen sah, brachte er einen Schrei zustande. Er musste es erwartet haben. Er hob nur die Hände über den Kopf. Mit Erleichterung sah ich in der schnell einbrechenden Dunkelheit, wie eine Maske aus schwarzem Blut das Hühnergesicht auslöschte. An einem sonnigen Maitag stieß ich ihn von einer Brücke, die gesprengt worden war. Ich hatte ihn vorgehen lassen, er sah sich nicht um, ein Stoß in den Rücken genügte. Das Sprengloch war 20 Meter breit, die Brücke hoch genug für einen Todesfall unten Asphalt. Ich beobachtete seine Flugbahn, der Mantel gebläht wie ein Segel, das Seitenruder des leeren Brotbeutels, die tödliche Landung. Dann überschritt ich das Sprengloch. Ich brauchte nur die Arme auszubreiten, von der Luft getragen wie ein Engel. Er hat in meinen Träumen keinen Platz mehr, seit ich ihn getötet habe, dreimal. Traum. Ich gehe in einem alten, von Bäumen durchwachsenen Haus, die Wände von Bäumen gesprengt und gehalten, eine Treppe hinauf, über der nackt eine riesige Frau mit mächtigen Brüsten, Arme und Beine weit gespreizt an Stricken aufgehängt ist. Vielleicht hält sie sich auch ohne Befestigung in dieser Lage, schwebend. Über mir die ungeheuren Schenkel aufgeklappt wie eine Schere, in die ich mit jeder Stufe weiter hineingehe, das schwarze, wildbuschige Schamhaar, die Rohheit der Schamlippen. Anregung zum Naturstudium. Die Landschaftsmalerei. Wir treten aus dem Kreis der Objekte in den Kreis der Empfindung. Jetzt betrachten wir den Reflex des durch die äußeren Sinne empfangenen Bildes auf das Gefühl und die dichterisch gestimmte Einbildungskraft. Es eröffnet sich uns eine innere Welt. Wir durchforschen sie, nicht um in diesem Buche von der Natur zu ergründen,
wie es von der Philosophie der Kunst gefordert wird, was in der Möglichkeit ästhetischer Wirkungen, dem Wesen der Gemütskräfte und den mannigfaltigen Richtungen geistiger Tätigkeit zukommt, sondern vielmehr um die Quelle lebendiger Anschauung als Mittel zur Erhöhung eines reinen Naturgefühls zu schildern, um den Ursachen nachzuspüren, welche besonders in der neueren Zeit durch Belebung der Einbildungskraft so mächtig auf die Liebe zum Naturstudium und auf den Hang zu fernen Reisen gewirkt haben. Por favor, despagón, ori, ori, no, no, no.